Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Was soll man von der guten Fay Lau nur halten? Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Ich bin Core IP 100, der von Sting und Core und der mit der Zahl dran. Und bei mir ist... Sting? Sting. Und wir spielen The Division. Wir sind hier in unserer Operationsbasis. Die Cutscenes haben es euch ja gerade schon gezeigt. Wir haben hier drei Flügel. Sicherheit, Gesundheit und Technik. Und die gilt es im Laufe des Spiels natürlich auf Vordermann zu bringen und wieder am Laufen zu halten, damit uns das jede Menge Vorteile bringt. Da werden wir natürlich im Laufe dieses Projekts für Sorge tragen. Und wir fangen heute mit einem relativ wichtigen Aspekt von der ganzen Angelegenheit an, nämlich überhaupt mal eine Ärztin organisieren. Denn ansonsten macht ja zum Beispiel so ein medizinischer Flügel überhaupt keinen Sinn. Und diese Ärztin ist wo, lieber Sting? Im Madison Square Garden. Das ist übrigens, für die, die es noch nicht gewusst haben, das Gebäude hier direkt hinter mir. Also nicht nur der Eingang da hinten, sondern das komplette Gebäude. Wollte ich mal gesagt haben. Ja. Und ich hatte vor, heute das Ganze dementsprechend so zu gestalten, weil gestern hatten wir so einen kleinen Eideltag. So heißt, wir sind gemütlich spaziert, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt, hatten hier und da ein paar Sachen, ein paar Gegner, okay. Aber heute wollten wir mal ein bisschen Action. War zumindest mein Wunsch an den lieben Core. Und dem wollen wir natürlich nachgehen. Nachdem er mir viel Geld bezahlt hat, habe ich dann ja dazu gesagt. Richtig, die ganzen Einnahmen des letzten Monats, das waren glaube ich 2,09 €, wenn ich mich recht entsinne. Also die ganzen YouTube-Einnahmen. Ach ja. Das ist ein anderes Thema. Aber das macht nichts. Wir haben sowieso hier ein bisschen Spaß und guck mal, da ist eine Bedürftige. Die kriegt von mir jetzt noch einen Müsli-Riegel. Na, Nahrungsmittelkonserve, bitteschön. Yeah. Kinder-Pingui in der Dose. Hat sie dir was hinterlassen? Ach stimmt, hier liegt irgendwas. Aber was ihr jetzt nicht gesehen habt, du lässt schon alles liegen, jetzt schon. Du bist doch Low-Level, du solltest das mitnehmen. War nur was zum Anziehen. Hab mich übrigens auch wieder ein bisschen umgestylt, muss ja gestehen. Ich habe hier diese Kult-Division-Jacke habe ich angezogen. Weiß nicht, ob man das so sieht. Man sieht es. Ich finde das gut. Zusammen mit der Jeans passt das wohl. Und wesentlich besser aus als vorher, mein junger Padawan. Gut, dann bin ich ja zufrieden. Guck mal hier, Help is coming. Und Madison Feldlazarett. Die Help sind wir. Wollen wir mal reingehen? Genau. Gucken, was hier passiert. Die babbeln uns jetzt voll. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Alles natürlich. Klar. Wir bleiben mal am Eingang stehen und machen gar nichts. Bitte befreien Sie die Geiseln und geben Sie sie uns, dann bringen wir sie auch nach Hause. Hier draußen ist ja alles ruhig. Meine Güte, JTF. Ich hab Kontakt, da sind welche. Holy shit. Ich renn mal vor, weil ich bin ja der mit der Wumme draufhaut. Nein, doch nicht so früh. Klar so früh, Junge, hier muss doch was gehen. Na komm. Na komm.
2 Schuss und er ist tot. Finde ich gut. So, ich habe gestern ja, wir hatten ja gestern, für die, die es nicht gesehen hätten, so echt eine Krampffolge für mich. Also wir haben eine Folge komplett auf Sächsisch versucht zu moderieren. Ich gehe einfach mal hoch. Der gibt noch die Kekse da oben. Wenn Sie mir Zugang komplett auf Sächsisch zu moderieren. Könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Jetzt fängt das Spiel auch noch an, einem eine Geschichte erzählen zu wollen, während du was erzählen willst, ne? Voll schlimm. Ja. Jedenfalls haben wir versucht, die komplett auf Sächsisch zu machen. Das war für mich so ein kleiner Krampf. Und wir hatten schon ein bisschen angeschnitten, die Fraktionen, die es hier gibt. Also es gibt da verschiedene Fraktionen. Das ist, glaube ich, gestern nicht so richtig rausgekommen. Oder möglicherweise hat man es einfach nicht verstanden. Kann natürlich auch gut sein. Und diese Leute, die hier sind, sind einfach nur die Plünderer. Das ist quasi die geringste Gruppe, die zum Teil einfach nur ihrem Überlebenszwang und Drang nachgehen. Ja, die plündern halt alles, um zu überleben. Und manche, die sind halt bloß so eine kleine Straßengangs und Hoodies, deswegen auch dieses typische Outfit. Die wollen halt einfach bloß ihre Macht so ein bisschen ausbauen und sich behaupten. Genau so ist es. Ich presse mal hier gerade Annie Key. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ja, die nutzen sie aus für ihre medizinischen Zwecke. Ganz klar. Heißt aber, dass sie sicher ist, denn habe ich es sogar lustigerweise im letzten Projekt, das ihr nie sehen werdet, was wir für mehrere Milliarden auf eBay verkaufen werden irgendwann, auch schon gesagt. Solange ist sie ja eigentlich sicher, weil diese Banditen hier brauchen natürlich medizinische Versorgung, also kein Grund, die Frau umzulegen. Was sie nicht wissen, ist natürlich, dass wir schon auf dem Weg sind, um sie einzupacken und mitzunehmen. Das Gute ist ja, Core sagt ja gerade, also nichts funktioniert ohne Medizin, das ist richtig. Und hinzu kommt noch, um es mal so zu sagen, dass die gute Dame für uns auch weiter forschen wird. Das heißt, man ist immer noch natürlich bestrebt, man hat noch nicht aufgegeben, hier den Virus zu besiegen und nicht nur das Chaos hier zu beseitigen, sondern auch den Virus natürlich selbstverständlich irgendwie zu besiegen. Und das wird auch Teil unserer Reise sein hier durch dieses Spiel. Und ich habe eine Nahrungsmittelkonserve gefunden, finde ich super geil. Ich habe Müsli-Riegel gefunden, finde ich nämlich auch wesentlich leckerer. Also Gott meint es auf jeden Fall besser mit mir. Dachte Kinder, Pinguin ist dein Ding. Ja, es ist aber Apokalypse, hallo, ich muss nehmen, was ich kriege, hallo, whatever. Oder war ich jetzt, musste meinen Bildschirm gerade grau machen, ich bin out of character. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. So, 8 Schuss habe ich abgegeben. Ich 69. Ist ein Traum. 69. Guck mal. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie die ohne Gefahr ausschalten. Ich liebe es. Das Ding schießt gern auf Feuerlöscher. Oh, guck mal. Ja, wie man sieht, Madison Square Garden absolut umgebaut. Hier war richtig viel Kacke am Dampfen und man hat es wegentfremdet. Mehr oder weniger. Ganze bisschen, genau, zweckentfremdet. Ich gehe mal auf die linke Seite rum. Ich bleib rechts. Ist ein Traum. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Explosion. Einer ist down. So, hat ein bisschen gedauert bei mir. Sehr gut. Weitere Feinde entdeckt. Ich habe noch nicht einen Schuss abgegeben, aber du machst das schon. Das ist ein bisschen Nachteil an der Schrotze. Ich glaube, ich brauche dann echt am Anfang zum einen mein Gewehr. Also die ganz normale Sturmkanone. Oh, damit ich irgendwie auf Distanz ein bisschen was hinkriege. Aber jetzt passt das. Achtung, wir kommen wieder, Leute. Ich gehe mal zurück. Da kommen etwas elitärere Gegner. Also, ich in gut. Ah, ah. Oh Gott, hat mich aber gemacht. Na, wo bist du? Oh, und die werfen jetzt auch Granaten, wie man sieht. Und ich sehe hier gar nichts mehr. Das ist unvorteilhaft ohne Ende. So, ich renne. Tot. Also er, nicht ich. Zweiter tot. Da hinten steht einer. Den schnappe ich mir. Hallo. Wo ist er hin? Ist er tot? Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Okay, unser Candlelight Dinner ist oben.
Da müssen wir natürlich gleich hin. Ah, hier, da gehe ich jetzt noch nicht gleich hin. Hier ist noch eine Kiste zum Auffüllen. Richtig, und ich habe auf der anderen Seite noch... ob die die passende Munition drin haben. Haha, Insider. Ja, das RPG war echt eine schöne Herausforderung. Hat ja schöne Elemente gehabt. Wie gesagt, es hatte schöne Elemente. Du sagst es, du sprichst es an. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wäre es für uns alle, für euch und für uns, eine extrem peinliche Angelegenheit geworden. Peinlich? Was? Ja, weil du einfach grottenschlecht bist und alle hätten sich gedacht, wie kann Kor nur einen so unerfahrenen Schauspieler an seine Seite holen? Okay, ich geh voraus. Jetzt sind wir wieder ernst. Jawohl. Links sicher. Rechts sauber. Ich gehe in den Aufzug vor ohne dich hoch. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Das hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ach ja. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich habe mir hier keine Spiele angesehen. Ich habe mir hier immer Wrestling angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Wrestling! Holen wir sie raus. Wir holen sie hier raus. Hier ist ein Rucksack mit Heilmitteln, falls es dich interessiert. Oh ja, ich habe gerade als verballert. Und hier an der Seite ein kontaminierter Bereich, den wir leider noch nicht betreten können, weil wir keine Atemmasken zur Verfügung haben. Wir können aber die Tür aufmachen. Ja, das kannst du aber, da verballerst du Dietrich umsonst. Erstens das, zweitens sterben wir dann langsam und leidend und böse. Ja, das ist auch so ein Punkt. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Wenn ich was erzählen will, redet ihr dazwischen. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Ich passe auf. Da hat das Spiel noch ein bisschen Potenzial. Also ich glaube, das Spiel hat an sich noch sehr viel Potenzial. Sehr viel Potenzial. Vor allem mit den kontaminierten Bereichen etc. Da hätte man beispielsweise noch sich abnutzende Filter und so weit einbauen können. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Ja. Hat man aber nicht gemacht. Hat man wahrscheinlich aus designtechnischen Gründen weggelassen. Weil, dann hätte es ja schwer sein können für Spieler. Und das ist bei Ubisoft immer so ein rotes Tuch. Ja, höchstwahrscheinlich. So, ich habe einen Plan. Da drüben sind Viecher und ich renne rum, weil ich muss an die Nähe. Sonst wird das bei mir nichts. Okay. Dum, 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 dum. Ich renne, ich renne, ich renne. Wenn du bereit bist, fange ich mit einer Explosion an. Ich bin... Du kannst loslegen. Bom, bom, bom. Zwei sind down. Sehr gut, von hinten kommen sie. Ich habe sie im Griff. Jawohl. Das war easy. Grünes Item. Ja, yeah, grünes Item. Au. Du Lümmel. Was schießt du hier so spät durch Nacht und Wind? Okay, dann komme ich jetzt mal zu dir rüber gesprintet. Damit du da nicht sang- und klanglos untergehst. Ey, man. So, gut. Ich bin unterwegs. Ist ein Traum. Hier übrigens, für die, die es nicht wissen, da ist er, unser Liebste, Mrs. Kendall. Man kann leicht verpassen, dass man sie tatsächlich befreit, lustigerweise. Ja, genau. So, ich habe irgendwie... Naja. Nicht mehr so viel HP. Finde ich nicht so gut. Ah, da liegt ein... Ah, du Arschloch! Kriegst gleich mal hier ein bisschen Schrot ins Gesicht. Den habe ich nicht mal gesehen, weil ich nur auf mich selbst Acht gebe. Merkst du es? Da kommt noch so ein Runner. Komm doch, komm doch. Drecksack. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Na, jetzt wird's spannend, wa? Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Immer zu empfehlen, trotzdem alles mitzunehmen und alles zu zerlegen, weil am Ende des Spiels hast du halt weniger Loot-Luck, das ist richtig, und du kannst dir erstmal gut behelfen, wenn du dir mit so ein paar Blaupausen ein paar Waffen zusammen craftest. Ja, es gibt hier ein Craft-System in dem Spiel. Da und auch kein schlechtes eigentlich. Da hinten rennt unser Dr. Rouse. Genau, hopp, die geht jetzt zu den JTF-Officern, die gesagt haben, wenn wir sie gefunden haben, schickt sie einfach zu uns. Oh, hier geht's ja eine Treppe runter. Oh, hier? Na klar, hier sind die Ränge. Die Mission schon 300.000 Mal gemacht, noch nie gesehen, dass es hier die Treppe runterging. Aber leider mit nichts belohnt werden, ne? Ja, von hier sieht man auch wirklich, was das gerade war. Da unten haben wir eben gerade gefightet, ne? Hier oben die Monitore, da laufen wir gleich nach oben drüber lang. Das ist halt der Madison Square Garden. Würde mich mal interessieren, war einer von euch schon mal richtig drin? Sieht es hier wirklich so aus? Ist das 1:1 nachgebildet? Wie Manhattan hier fast
Komplett? Komplett? Ja. Ich frag mal diese Sektflasche. Sie ist kaputt gegangen. Also wohl eher nicht. Sie ist unter der Last zerbrochen. Nun ja. Okay, die Zeit drängt. Da oben geht's ordentlich ab. Yep. Das heißt, wir begeben uns Richtung Dach. Toll, man kann echt immer erst klettern, wenn der andere seinen fetten Arsch drüber geschwungen hat. War dieser fette Arsch gerade so eine Anspielung auf meinen ja, sexy Hintern? Aber es ist wahrscheinlich die Jeans, die deinen Po breit macht. Willst du links oder rechts rum? Ich gehe rechts rum. Okay. Ach, du rennst wieder. Na gut. Ja, ich renne hier, dann auch hier mal. Rennen wir jetzt mal. Genau, hier jetzt, wie gerade gesagt, hier sind wir über dem ganzen Stadion. Ich finde das gut. Ich mag das, dass das hier so... Wie gesagt, Leveldesign echt einwandfrei. Hätte mir insgesamt, kann man ja schon vorwegnehmen, insgesamt noch wesentlich mehr, ja, vielleicht auch mal Innereien von größeren Gebäuden gewünscht. Meine, in New York stehen ja jetzt viele Hochhäuser mit 100 bis 200 Stockwerken, vielleicht sind es auch 3000, ich weiß es nicht. Da wäre viel mehr drin gewesen, wir haben es ja gerade gesehen, es gibt ja sowas wie Aufzugfahrten. Da hätte man ordentlich große Instanzen bauen können. Natürlich weiß man noch nicht, ob es das nicht vielleicht doch noch gibt. Später. Aber da ist viel Potenzial, dass man halt sagt, Stockwerk nach Stockwerk. So wie bei den guten MMOs, die Wings, die einzelnen Flügel, Alpha Eskorte, die Bossen. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Alles klar. So, füllen wir kurz auf. Monsieur Docteure ist auf dem Dach, beziehungsweise soll vom Dach evakuiert werden. Und hier sind noch ein paar Sachen, ein paar Leute, ein paar Fieslinge, ein paar Plünderer. Und es ist echt schwer zu sehen, weil die Sonne genau an dem Punkt steht. Ja, und da hinten auf Platz, da ist Hutch. Und Hutch ist der Bösewicht hier. Der Area-Boss. Correctos. So, ich renn mal vor. Habt ihr natürlich fünfmal hier vergessen, falsch in die Fresse getroffen. Ist ein Traum. Aiming vom Feinsten, aber das ist man von mir ja gewöhnt. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Hm, dem ist seine Granate runtergefallen. Das ist aber schade für ihn. So, da kommen so ein paar Runner, quasi die, die immer zu uns rennen. Wie gesagt, sie sind recht gefährlich, immer gleich wegfischen. Hutch ist auf mir, Hutch ist auf dir. Okay. Oh Gott, Junge! Weitere Feinde im Anmarsch. Ich wollte mal gucken, was du machst. Naja, ich muss ja hier ein bisschen Zielen üben mit der Spatze. Das ist ein bisschen tricky. Ja? So, ich überlege gerade, ich glaube, ich gehe nach da vorne. Und versuche die mal von der Seite zu flankieren. Und ich werfe eine Granate. Vom Feinsten. Guck mal, die sehen mich gar nicht. Bam, tot. Es. Die sind wirklich alle weg. Ach, hier kommen wieder neue. Nice. Okay, und dann bleibt nur noch der Dicke übrig. Und ich komme jetzt auch mal von der Seite. Oh, mich hat er gesehen, leider. Wow. Wow. Ich bin tot. Da war keine mir. Da war aber keine Deckung. Ich denke, doch. Ja. Komm mal rum. Ich robb mich so. Hier, hast du mal ein bisschen Eispray, Junge? Ja, hier. Nichts. Nichts geht gegen einen Eispray. Mückenstiche, Krebs, AIDS, offene Wunden. Alles geht mit Eispray. So, ich geh mal nach da drüben. Ich glaube, der traut sich nicht mehr so richtig, ne? Ja, zu Recht. Kassiert Headshots zur Strafe. Oh, wie sehne ich mir doch das Ende dieser Mission herbei. Aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen hat man dann die Möglichkeit zu heilen. Und zwar nicht nur... Geil. Nicht nur mit diesen komischen Medipacks, sondern auch noch in einer anderen Art und Weise. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Oh, Kendall hat irgendwas zu erzählen? Kendall hat was zu erzählen? Hat es gerade gesagt. Ich würde vorschlagen, dann gehen wir mal direkt zurück zu Kendall. Richtig. Du willst hier noch die Leute ausnehmen, wa? Genau, ich will die Leute noch ausnehmen. Die haben nämlich jede Menge Zeug fallen lassen. Und dann bleiben wir hier stehen auf dem Haar. Bleiben wir auf dem Haar stehen. Auf dem Haar stehen. Komm mal zurück auf das Haar. Ha? Komm auf das Haar. Ich würde sagen, bei der Leistung, da kann man ruhig mal klatschen. Jawoll.
Das haben wir richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ich wollte eigentlich die Taste drücken. Kurzes Inventar. Nicht. Mal kurz gucken, was ich hier alles Schönes gefunden habe. Na gut, guck du ins Inventar. Ich gucke hier in der Gegend rum. Ich mache den Rest in der Pause. Die haben aber auch echt hier, ohne Witz, Level-Design mal wieder. Ich finde das nice. Schnaffte, schnaffte, schnaffte. Ich glaube, hier könnte man ein bisschen gucken, oder? Da hinten auch die. Ich glaube, ich möchte behaupten, dass diese beiden Silhouetten, die man da hinten sieht, diese dunklen, dass das die beiden neuen World Trade Center werden. Ich hätte es am Anfang auch gedacht, aber die neuen World Trade Center sehen ja, das neue World Trade Center an sich sieht anders aus. Ich möchte meinen, dass das hier das ist. Die beiden da, der und der. Ich habe es am Anfang mir auch gewünscht. Da muss ich ehrlich gesagt mich nochmal begoogeln. Ich muss mich begoogeln, voll geil. Aber was soll es sonst sein? Also ich kenne das Building nicht und wenn es nur ein Entwurf ist, finde ich es gut, dass sie es reingenommen haben. Ja. Vielleicht ist es ja wirklich bloß ein Entwurf und die haben die Möglichkeit gehabt, das hier zu verewigen. Dann ist das halt so. Man kommt nämlich nicht, kann man jetzt schon mal voraussagen, zum Ground Zero. So weit geht die Karte leider nicht. Die Map ist ja relativ beschränkt. Naja, gut. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, die Map hier unten, wo wir uns aufhalten in der Division, ich kann sie ja mal kurz zeigen, ist... Ja, du hast recht. Sie ist leider nicht... Ja, so weit kommt man nicht. Das World Trade Center wäre jetzt hier unten irgendwo, wenn ihr das sehen könnt, irgendwo. Ich kann sogar nicht mal weiter runter. Aber das Gute an der Karte ist, ihr könnt jetzt schon sehen, wie viel Platz da nach oben und unten noch ist, um die Map zu erweitern. Seht ihr das? Krasser Shit. Okay. Season Pass und DLC. Richtig. Ja, du kommst einfach hinterher. Ich bin schon mal unten. Hab ein bisschen Ach so, du konntest wieder nicht warten. Na gut, dann... Nö, ich wollte den anderen Zweitblick quasi ein bisschen Bildgewalt widmen. Bildgewalt. Was man vielleicht auch sieht, das ist dem guten und geübten Auge aufgefallen. Der Chor spielt mit dem Controller, ich spiele mit der Maus, weil ich hier ganz wild hin und her... So. Kann man ja auch mal schön als Vergleich sehen, was besser ist, was angenehmer zu gucken ist. Und ich glaube auch, angenehmer zu gucken ist eigentlich der Controller. Was heißt eigentlich? Wird definitiv der Controller sein, also für meine Begriffe. Ich selber bin... Oder musste da so einen schmalen... Oder was heißt einen schmalen Grat gehen? Ich musste da so einen Tod sterben und sagen, okay, entweder machst du das jetzt mit Controller und versagst mit deinem Kack-Aiming noch schlimmer. Oder nimmst die Maus und hast wenigstens eine relativ kleine Chance, da irgendwie eine halbwegs gute Figur abzugeben. Das waren so meine Beweggründe. Ich habe auch am Anfang Bedenken gehabt, Shooter und Controller und so ist ja immer so eine Sache, wisst ihr alle, aber The Division hat ein recht schönes, leichtes Auto-Aiming, was es einem an die Hand gibt, fühlt sich auch wirklich nicht wie Cheaten an und ist selbstverständlich gegen menschliche Gegner deaktiviert, aber so an sich, wie du schon angesprochen hast, wesentlich angenehmer, wenn die Kamera nicht so rumzuppelt und so. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, ich würde den Controller nie wieder hergeben. Und Madison Square Garden ist damit sicher. Wir haben eine Medizinerin. Wollen wir uns noch anhören, was die uns eventuell zu sagen hat? Oder willst du einen Break machen? Wie sie wünschen. Wir können uns das gerne anhören, dann können wir beim nächsten Mal direkt bei was anderem anfangen. Genau, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir mal hier in die Basis rein. Ins Posthaus, ins Postamt. Ins Postamt. Ich finde es auch. Postamt übrigens auch 1:1 übernommen. Sieht wirklich haargenau so aus wie in Real. Ja. Auch von dem Stuck her, die ganzen Säulen etc. haben sie alles gleich gemacht. Doll designed. Doll designed. Richtig schön. Okay. Also so sieht der Weg in die Basis aus. Den haben wir euch am Anfang des Parts nicht gezeigt. Wir haben ja direkt angefangen hier. So, mal kurz auffüllen. Und dann gehe ich mal in den Sicherheitsflügel und wir reden mal mit der guten Jessica. Ich hoffe, die hat sich von ihrem Schock erholt, so viele Menschen sterben zu sehen da drin. Nun ja, was soll's. Mit Jessica Kandel. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kandel. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde,
Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Sie fängt gleich an. Damit haben wir aufgedeckt, wer hinter dem Virus steckt. Wie heißt der nämlich? Gut, das Ding? Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Alter. Da wir ja das Spiel schon durchgespielt haben und bereits rausgefunden haben, wie er heißt, sage ich euch den Namen einfach. Er heißt Dr. Amherst. Der hat das Virus produziert. Und sie hat ja gerade kurz gesagt, sie hat mal eine Vorlesung von ihm gehört und da gab es fast eine Schlägerei. Sehr interessante Info. Der Typ muss also voll überzeugt davon gewesen sein, von diesem Virus oder von dem, was er da gemacht hat. Ich aktiviere nur mal kurz den Medizinflügel und dabei belassen wir es jetzt auch, weil über den Virusursprung und wie das alles so ist und so werden wir natürlich noch einiges erfahren. Laptop benutzen. Ja, was ich auch noch erwähnen kann und muss wahrscheinlich, die doppelte Sicht heute in diesem Part wird ausfallen, weil ich einfach nicht auf den Rekord-Button gedrückt habe. Sehr gut, junger Mann. Es Sehr tut gut. mir wahnsinnig leid und dafür der Hashtag auch für diese Na, das Folge Sting ist zu dumm zum Scheißen. Ach, der gutste Sting. Muss ja auch mal passieren. Tut mir leid, aber naja, es war sowieso nie so schön von meiner Sicht. Da gab es eigentlich fast gar nichts, nur dass ich über die Häuser da hinten gezählt habe und so weiter. Es ist ein Traum, naja. Aber du hast ja, glaube ich, auch hoffentlich raufgeguckt auf die Häuser, als ich drüber rede. Ich habe auch kurz dann auf die Häuser geguckt, ja. Ah, okay, na, Gott sei Dank. So, gut, zusätzlich, dass mir das auch aufgefallen ist. Ja, ich habe jetzt also, wie gesagt, die Klinik hier im Gesundheitsflügel aktiviert. Die erlaubt uns, verschiedenste neue Talente und Boni und sowas zu benutzen und auszurüsten. Und zusätzlich habe ich mir die Apotheke gekauft, denn die steigert unseren Kontaminations-, unsere Toleranz aufgrund unserer weiterentwickelten Filter um eins. Klasse, eine Apotheke. Das ist gut. Sehr gut, weil ich habe die Apotheke nicht mehr. Aber das macht nichts. Das ist relativ schnell zu ergattern und zu erreichen. Aber ich würde sagen, für diese Folge war es das, glaube ich, genug des Guten. Finde ich aber auch. Im nächsten Part denkst du bitte wieder dran, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ansonsten lassen wir es für heute gut sein. The Division haben wir gespielt. Was ist denn der Hashtag für diese Folge? Sting ist so doof zum Scheißen. Hashtag Sting ist zu doof. Zum Scheißen. Bitte alle in die Comments schreiben, die dieses Video bis zum Schluss geguckt haben, als Beweis für uns, als freudige Reaktion auf dieses Video eurerseits. Und wir sehen uns im nächsten Part The Division wieder. Hast du noch was zu sagen? Ja, tschüss und bis dann.